Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Part. V. Mit dem Zwangfürst. 6x V mit dem Zwangfürst. Und wir machen hier weiter mit dem zweiten Level. Level 2. Und hier geht's direkt weiter. Wir haben im letzten Part Violett gerettet. Und jetzt verbleiben, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, noch 4. Überretten müssen. Und jetzt geht es hier mit ein bisschen Dialog weiter. Ich versuche in meinem besten, schlechtesten Englisch die Dialoge vorzulesen. So, Doctor, have you any idea what caused the crash? There's some sort of bizarre signal here that's interfering with our equipment. It caused the ship to lose its quantum position, collapsing us into this dimension. Oh no. But I think we should be able to fix the ship and get out of here. As long as we can find the rest of the crew. We really don't know anything about this displays. Ah, das Rot. Das Grün. Our friends could be anywhere. They could be lost or in danger. Das Grün. Das Blau. Can they teleport back here? Not unless they find some way to communicate with us. We can't pick up their signal and they can't teleport here unless they know where the ship is. So what we do? We need to find them, head out into the dimension and look for anywhere they might have ended up. Okay, where do we start? Well, I have been trying to find them with the ship scanners. It's not working, but I did find something. Aha, viele Fragezeichen. These points show up on our scans as having high energy patterns. There's a good chance they are teleporters, which means they are probably built near something important. They could be a very good place to start looking. Okay, I'll head out and see what I can find. I'll be right here if you need any help. Okay, sie bleibt hier. Wir suchen nach weiteren Kollegen. Das Enter Activate Terminal. Orange. Achso, ist alles orange. Müssen wir uns jetzt hier eins aussuchen oder können wir auch hier weiter? Ach du Schande, ich verstehe. Seems like a good place to store those shiny things. Victoria loves to study the interesting things we find on our adventures. I hope she's okay. Okay, ja. Hier werden die Sammelsachen gelandet. Okay, ich schau mich hier erstmal um. Ach, hier ist unser Teleporter. Verstehe. Oh, Kacke. Ich glaub, wir müssen einen von den Teleportern nehmen. Kollegen suchen. Versteht er? Ich hoffe, ich bin hier zu hören. Oder ist das schon Level 2? Vielleicht habe ich das gerade nicht ganz richtig verstanden. Ich vermute, wir müssen die anderen suchen. Oh, Game saved.
Ah, wir haben ein kleines Dimension. Wir haben einen Hotspot mit dem Hotspot-Portal. Teleportiert. Aha, verstehe. Ich muss, glaube ich, kurz mal überprüfen, ob ich zu hören bin und ob ich die Aufnahmen lieber neu starten soll. Sekunde. Ich denke, das geht in Ordnung. Man hört mich sehr schwach, aber das ist halt bei dem Soundtrack so. Das ist ein bisschen nervig laut. Wir müssen hier uns einmal aussuchen. DSS Survey Ship Navigation Controls. Error cannot isolate dimensional coordinates interference deleted. Aha. Ship Radio Status Broadcasting. Aha. Okay, müssen wir vielleicht doch einfach so weiterfinden. Nicht ganz verstanden. Das Schiff. Game saved. Okay. Okay. Was machen die Dinger hier? Okay, ich glaube, ich fürchte, wir müssen hier einfach weiter durch den Weltraum durch. Wir haben einen Teleporter gefunden, den können wir vielleicht dorthin zu nehmen. Da wollen wir hin. Da geht's weiter. Ja. Soundtrack ist halt leider ein bisschen laut. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr bei meiner Stimme. Ich spreche manchmal auch ein bisschen leiser. Es ist halt, ja. Ich hoffe, bin zumindest ansatzweise zu hören. Achso, jetzt kann man hier in der Luft schon abspringen. Verstehe. Jetzt wird es noch abgespaceter, die Musik. Na toll. Das lenkt natürlich auch ein bisschen ab, die Musik. Achso. Dann werden wir zurückgeflippt auf den Boden. Verstehe, so funktioniert das hier. Ich kann halt an der Lautstärke wirklich nichts ändern. Und Spielsound kann ich wirklich nicht viel ändern. Und mein Mikro laut stellen. Wenn ich es noch lauter stelle, dann bin ich... ja. Wie lauter stellen kann ich das dann auch nicht, dann übersteuere ich. Ist halt wirklich. Ach so, da müssen wir ja. Ach so. Jetzt muss das Trampolin. Laserstrahlen. Irgendein Trampolin ähnlich. Na toll. Musik wird immer abgespaced und der Bassman auch immer. Merkwürdiger. Treffen. Checkpoint. Oha. Was haben wir hier? Interactivate Terminal. It turns out the key to stimulating this dimension was to create a balancing force outside of it. It looks like that's just a temporary solution at best. I've been working on something more permanent, but it seems it's going to be too late. Surf Tower Way. Aha, check the points. Ich würde mal gerne auf die Karte gucken. Ach, da sind wir gerade. Bei Blau. Versuchen ins Blau zu rennen. Das ist einfach nur der blaue Grund. Wahrscheinlich finden wir hier auch den blauen Charakter. Sehr schön. Ich glaube, mittlerweile verstehe ich hier, was die Laserstrahlen machen.
noch können. Irgendwann wird das Sound natürlich auch cool, wenn man das eine Weile gehört hat. Das ist gar nicht mehr so nervig. Man gewöhnt sich dran. Oh Mann. Wann ich mich nicht dran gewöhne, ist das ständige Fehler. Oh Mann. Ich hab darunter gewusst. Muss man erst den Dreh rausbekommen. Bis man hier den Nassen vorbeikommt. Oha. Wie gesagt, das wird viel später noch schlimmer Rage-Level geben. Wenn kurz vor Ende zu sterben ist, dann immer ganz schmerzhaft. Den Dreh dann erstmal rauszufinden, das kann dann erstmal eine Weile dauern. Wenn später wahrscheinlich noch Ewigkeiten festhängen an manchen Levels. Oh Mann, ich hätte auch stehen bleiben können. Wenn man es erstmal rüber geschafft hat, dann kommt noch die andere Hälfte. Ach verdammt, war doch schon auf den zweiten Ding. Ich habe hier Schwerelosigkeit, Gravitation ist umgedreht. Das heißt, ich kann hier so tun, als wäre das normal. Checkpoint. Ach scheiße, das ist ja eine Stachel. Zur Steuerung habe ich am letzten Part schon was gesagt. Das ist ja hier. Im ersten Part habe ich doch schon was gesagt. Wir steuern mit V. Unter anderem. Aber das Spiel heißt wahrscheinlich auch VVVVVVV. Weil die Stacheln hier. Die oberen Stacheln. Die unteren, wenn man so umdreht, auch. Stacheln sehen natürlich mit ein bisschen Fantasie auch aus wie V's. Der Buchstabe V. Vielleicht auch deswegen. Na komm. Ein anderer Strahl dreht uns wieder um. Wir wissen nur rechtzeitig genauso. So, activate the terminal. Fragezeichen Syntax Error. Okay. Geht's weiter. So, hier. Ich wollte gerade sagen, N1. Das ist so lustig. First 2. First 2 war es ja sowieso nicht, aber... Ich will nicht sterben, das wäre es normal. Weiß man schon, welche Ecke. Es geht einigermaßen leicht, man's kann, geht's leicht. Wenn man es kann. Wenn man das Rätsel gelöst hat, dann ist die Lösung, liegt die Lösung auf der Hand. So. Rätsel sind so einfach, wenn man die Lösung kennt. Das ist die Eigenschaft von Rätseln. Das ist wirklich wirklich einfach, wenn man weiß, wie man sie löst. Ja. Also rüberspringen. Das war bloß am Ende hier aufpassen. Checkpoint. Oha. Oha. Oh nein, hier nochmal gestorben. Das ist ja lustig hier. Boing. Das war hier nur rechtzeitig. Oh verdammt. Screenwechsel. Hey. Oh nein, das habe ich nicht kommen sehen. Verdammt, zu früh. Free your mind. Change my mind. Tender. Okay. Free your mind, alles klar. Nein! Dann komme ich da nicht mehr drüber.
vielleicht auch irgendwann eine hypnotisierende Wirkung. Oh wei. Vorsicht hier. Da muss dann rüber. Ich verkack doch nur noch schon wieder. Oh wei. Na toll.